Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal mit Enshrouded. Ja, heute kam endlich das lang ersehnte zweite große Update, was sich auf Deutsch Melodien aus dem Sumpf schimpft. Wir gucken uns jetzt gemeinsam den Trailer an und dann werden wir auf Erkundungstour gehen. Also Leute, viel Spaß und let's go! Let me tell you a tale about a hero and his pursuit of adventure. Our hero was taking his afternoon stroll in Blackmire. He was intrigued to explore the new land ahead. He never once ran away from a worthy fight. Though today, our hero was seeking the mystery around him, waiting to unfold. Once he had explored his melodic side enough, he began to wonder what else was awaiting him in this new land of opportunities. It was nothing like what he had seen before. Through the treetops to the city of the ancients. As much beauty this place beholds, danger and peril waiting around every corner. But he was no ordinary man. He was brave and... Oh, come on! Well, this hasn't turned out the way I hoped it would. Go on, you fearless Flameborn. Forge your own tale around the mysteries of Blackmire. Ja, Leute, und das war jetzt der Trailer. Richtig geil auf jeden Fall. Man konnte schon viel sehen. Und zwar, dass es sich natürlich logischerweise um einen Sumpf handelt. Das neue Gebiet, das schimpft sich Blackmire. Ist im Norden und es soll für Stufe 13 bis 15 sein, aber keine Angst für die, die natürlich höher sind. Ihr könnt es natürlich trotzdem auch machen, aber bei mir passt es ganz gut. Ich glaube, ich bin aktuell Stufe 15, wenn ich mich nicht täusche. Was auch noch dazu gekommen ist, sind auf jeden Fall Musikinstrumente. Ich bin ja mal gespannt, ob wir da heute schon eins davon finden, bauen können oder wie auch immer. Dann als neue Waffenklasse sind die Dolche hinzugekommen, was ich auch ziemlich geil finde, denn die haben definitiv noch gefehlt. Und es gibt jetzt Transmogs, das müssen wir uns dann auch noch anschauen. Jetzt wollte ich aber gerade eigentlich nach Hause reisen. Bin dann zur Flamme, habe aus Versehen natürlich eh geklickt, weil ich ja zu blöd bin, einfach M zu klicken. Und die Flamme sagt uns jetzt, Flammenblut, ich höre ein unbekanntes Echo, das aus dem Düsterdickicht widerhallt. Die verschlungenen Äste haben dem Licht Platz gemacht, um hindurchzuscheinen. Ein neuer Weg hat sich aufgetan, aber was dahinter liegt, ist von uralten Wurzeln und smaragdfarbenen Ranken verdeckt. Durchbrich das Dickicht und entzünde mein Feuer inmitten der Wildnis. Folge der Melodie. Sehr interessant. Und jetzt hat es einen neuen Ort markiert. Das hier ist es nicht. Man kann es ja eigentlich nur das hier sein, wenn ich mich nicht täusche. Hallo, ich möchte doch einen Wegpunkt setzen. Wir reisen jetzt auf jeden Fall erstmal kurz nach Hause, denn ich muss mich, glaube ich, ablegen. Und dann düsen wir auf jeden Fall sofort dorthin. Okay, sehr schön. Sonst hat jetzt auch keiner für uns eine Quest. Jetzt würde ich doch gerne mal hier kurz mal gucken. Ah, schaut mal an, unter Diverses kann man jetzt Grabsteine machen. Das konnte man vorher, soweit ich weiß, nicht tun oder ich irre mich. Aber sonst sehe ich jetzt hier auch noch nichts, was irgendwie auf Musikinstrumente hindeutet. Und eigentlich ist es ja naheliegend, dass er das können müsste. Deswegen, ja, müssen wir gucken. Ich habe mich jetzt abgelegt. Wir haben den Ausgeruht-Buff. Ich gehe zu Düsterdickicht-Warte. Und geht zu dem Fragezeichen und dann gucken wir, was sich dort befindet. Und wir sind jetzt angekommen bei der Passage zum Schwarzmoor. Jetzt muss ich nur kurz kontrollieren, weil mir vorher einer hinterhergelaufen ist. Und es ist tatsächlich dort, wo wir vermutet haben. Hier sieht man auch schon, sind schon so ein paar größere Bäume im Miasma. Und ja, dann kann das Abenteuer jetzt auf jeden Fall beginnen. Ich möchte jetzt eigentlich gerne mal raus aus dem Miasma. Damit wir irgendwie mal ein cooleres Bild bekommen von dem Ganzen. So, hier. Okay. Also, auf jeden Fall wissen wir, dass es ja riesige Bäume im Sumpf gibt. Und ich habe auch irgendwas davon gelesen, dass es Baumhäuser geben soll. Ob das tatsächlich so ist, das weiß ich nicht. Ich finde auf jeden Fall, dass hier dieser Torbogen allein schon richtig geil aussieht mit den Pflanzen, die hier drauf sind.
Da oben ist Lehm. Wir folgen jetzt einfach mal der Straße und gucken, wo uns die eben so hinführt. Hier, dieses Strauchgedöns ist auch neu. Jetzt schauen wir mal, wenn wir das vielleicht irgendwie abbauen. Laubwerk, seht mal an. Das nehmen wir jetzt mal kurz mit so ein bisschen. Oh, ist das geil. Ich hoffe, das kann man an Häuser und so dran machen. Richtig, richtig nice. Gut, reicht schon wieder. Jetzt wissen wir ja, wo es ist. Dann gucken wir weiter. Oha, guckt euch alleine mal den großen fetten Stamm an. Da kommt man bestimmt irgendwie hoch. Ach ja, und diese Dinger hier. Wenn ich mich nicht täusche, müsste ich jetzt springen. Jawohl. Da habe ich nämlich auch im Trailer, haben wir ja diese Blumen gesehen, auf denen man auch springen konnte. Das finde ich auch richtig witzig. Kann man dann bestimmt vielleicht auch, oh mein Gott, nachbauen. Und dann vielleicht irgendwelche coolen Parcours oder so draus machen. Übrigens, wo wir schon dabei sind, was mit Bauen zu tun hat, schaut unbedingt mal auf unseren Discord-Server, denn da haben wir eine mega fette Enshrouded-Community, die auch richtig geil auf unseren eigenen Servern baut. Und jetzt mit dem neuen Update kommt wahrscheinlich noch so viel Neues dazu. Also wer da noch mitmachen möchte, ist jederzeit herzlich willkommen. Ach Mann, das war so klar. Ah, Hilfe. Okay, das muss ich definitiv noch üben. Also einmal hier drauf und einmal hier rüber. So, lala. Was sehen wir denn hier hinten? Aktuell irgendwie noch nicht so viel. Naja, der Weg wird uns schon irgendwo hinführen, aber ich kann ja mal trotzdem schnell auf die Karte schauen. Okay, Quests. Oh, hier oben haben wir eine Quest. Okay, dann setzen wir uns die mal als Wegpunkt. Wow, ist das interessant. Oh, was ist das? Das ist jetzt der Sumpf wahrscheinlich. Neue Gegner gibt es auch. Und im Trailer haben wir ja auch irgend so ein Monster gesehen am Ende. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt hier schon auf uns wartet. Hier ist auf jeden Fall ein Toter. Und ich gehe unter, wenn ich da drinnen bin. Also würde ich euch nicht empfehlen. Guckt. Da gehen wir unter. Oh nein, ich frage mich, was passiert. Ach, wartet mal, das hat uns Gesundheit geklaut. Okay, ja, das ist natürlich nicht so toll. Ich bin vom Weg abgekommen. Der führt uns irgendwie hier lang. Oh, schaut euch das mal an, wie cool das ausschaut. Irgendwie habe ich Angst, dass jederzeit irgendwas da rausspringen könnte. Ich muss kurz kratzen. Okay, wir düsen über die Bäume, gucken uns natürlich weiter um, dass wir nicht irgendwas übersehen. Oh, habt ihr das gesehen? Da hinten kam was aus dem... Oh Gott, wow, das ist dieses Monster, glaube ich. Ich möchte weg hier. Ih, das verfolgt mich. Oh, da hinten ist noch eins. Leute, Hilfe. Ich habe Angst. Ach so, wartet mal, ist das vielleicht so ein Krokodil? Oh. Wo bist du? Nee, das springt mich jetzt gleich an, ich sag's euch. Wo ist es hin? Okay, gut. Naja, solange es weg von uns ist, ist alles super. Oh, jetzt habe ich hier diese Dinge, aber... Okay, haben wir geschafft. Sehr gut. Dann einmal hier rüber. Und hier weiter. Wahrscheinlich hier lang. Wow, wie das ausschaut, wenn man hier so hochläuft, als würde man im 90-Grad-Winkel laufen. Guck mal, da oben ist irgendwas Lilanes. Was ist das? Was bist du für ein Ding? Kann ich dich irgendwie... Uch, nein. Einsammeln. Was ist das? Hm, komisch. Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Kann ich das anschießen? Auch nicht. Ja, okay. Also da weiß ich jetzt nicht, was es mit auf sich hat. Da hinten sind auch noch ganz viele. Das werden wir dann wahrscheinlich irgendwann noch rausfinden. Oh, und wer bist du? Eine Hornisse oder was ist das? Tatsächlich. Aber da ich ja mit wilden Tieren gut kann, greifen sie mich halt auch nicht an. Okay. Was ist going on here? Hier sind die VUCA.
Die tun uns aber auch nichts zum Glück. Das heißt, ihr habt bestimmt nichts dagegen. Geteerter Strohblock bei Werkbank. Jetzt weiß ich nicht, war der schon vorher da? Vogelscheuche bei Bäuerin. Hä, wieso? Wieso habe ich das jetzt freigeschaltet bekommen? Naja, egal. Ist ja trotzdem nicht schlecht. Dann machen wir das noch kaputt. Stroh. Hallo ihr zwei. Was habt ihr denn hier für ein gemütliches Lager? Das ist natürlich so geil, dass ich hier einfach rumlaufen kann und dass die mir nichts tun und ich einfach gucken kann, was hier halt so Sache ist. Aber ich glaube, dass tatsächlich hier einfach nur nichts ist. Außer diese paar Dinge, die wir gerade zerstört haben. Schauen wir weiter. Da hinten kommt nochmal was und das sieht aber, glaube ich, jetzt nicht VUCA-mäßig aus. Also ich hoffe schon, aber ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Ist das eine Höhle oder was ist da? Was war hier? Da war doch, stand doch irgendwas mit E, oder nicht? Hm. Wer ist da? Ein Feind. Du musst leider weg. Okay, okay. Dann brauche ich mal meinen Bogen. Denn dort hinten stehen natürlich auch wieder jede Menge von denen. So, zumindest ist einer weg. Aber das wird wahrscheinlich nicht der einzige sein. Oh, nee. Da oben ist auch noch einer. Ach nein, wieso seid ihr denn jetzt schon wieder da? Nee. Schwert. Okay. Weg mit euch. Ja, du. Kannst doch hier eh nichts ausrichten. So. Da ist noch eine. Tut mir leid, Leute. Die müssen wir jetzt alle erstmal vernichten. Du da oben. Echt wahr? Du gehst mir auf den Zeiger. Okay, er ist auf jeden Fall Kabutschko. Dann haben wir da unten noch einen. So, jetzt möchte ich hier erstmal kurz reparieren. Okay, gucken wir uns doch mal um. Was ist das hier? Rohes Wild. Hier können wir pennen und so weiter. Macht das jetzt Sinn, dass ich hier alles zerstöre? Oh, natürlich legt sie sich gleich hin. Schauen wir mal, was hier oben so ist. Da ist doch bestimmt wieder irgendwas Cooles. Da ist ein Köter. Hier sind nochmal tausende von denen. Oh nein, der hält dich doch fest. Oh mein Gott. Nein, auf dich habe ich keinen Bock. Hilfe, Leute, warum sind hier so viele? Und jetzt wird es halt tatsächlich dunkel, ne? Holzscheite Äste. Also ich könnte ja hier jetzt super pennen, wenn nicht diese ganzen Typis hier wären. Okay. Also hier haben wir unsere Ruhe. Dann machen wir es vielleicht doch so. Ist hier noch irgendwas? Nee. Dann legen wir uns doch mal ins Bettchen. So, und die Sonne geht auf. Wir haben also wieder genug Licht zu erkunden. In diesem großen Gedönsel hier. Hier geht es anscheinend auch hoch. Gucken wir mal. Da oben ist einer. Na, treffe ich ihn auch mal? Jetzt. Oh, na. Nicht schon wieder so ein Assi. Ihr geht mir auf den Zeiger. So, grüner Assi, wo bist du? Hä? Jetzt. Der ist ja blöd.
Oh, und wieso falle ich jetzt da runter? Okay, verschaffen wir uns mal von hier oben dann kurz einen Überblick. Da hinten kann man rein und da ist, glaube ich, eine Kiste, oder? Ja, da ist eine Kiste und tausende Köter. Okay. Aua, das hat mir wehgetan. Hör doch auf damit. Okay, ich brauche... Scheiße, das ist knapp. Das war doof. Schnappen wir uns die Kiste. Zaubertunika. Interessant. Was ist sonst noch hier? Nix mehr. Und hier hinten? Ich sehe nichts. Wo ist meine Fackel? Auch nichts. Okay, na gut. Hätte ja sein können. Schnell die geplündert. Kann man hier noch irgendwie gucken? Ja. Schnell weg, bevor es explodiert. Sehr schön. Dann gehen wir natürlich auch hier lang. Und werden gleich wieder angeschossen von ihm hier. Nein. Lass mich halt das Ding. Wo ist denn der Typ? Ach, hier ist auf jeden Fall eine Kiste und was zu lesen. Merken wir uns. So, und irgendwo ist doch noch so ein Schießheini. Oder ist der jetzt weg? Na gut. Alles riskieren. Ich dachte, wir hätten nichts zu verlieren, als wir uns den Weg in den Sumpf bahnten. Jetzt, wo jedoch die Höhle hinter uns zusammengebrochen ist, können wir das wohl knicken. Unsere ganze Mission ist im Eimer. Wir haben bereits ein paar Späher verloren, die vor zwei Nächten zurückkehren sollten. Die sind wir wohl endgültig los. Irgendetwas hat sie erwischt und weggeschleppt. Die einzigen, die hier irgendwen wegschleppen sollten, sind wir. Was soll's? Ich bin keine Memme. Spür seit dem Elixier keine Angst mehr. Aber irgendetwas stimmt nicht. Dieser verdammte Sumpf gibt mir Gänsehaut. Könnte aber auch vom Entzug sein. Wir schnappen uns einfach unsere Leute und tauchen wieder ab. Zur Hölle mit der Aufklärungsmission. Ich will mich einfach nur im guten alten Erdbeerwein von Irwitzburg ertränken. Okay. Verstehe, verstehe. Oh, hier. Auch eine Kiste. Interessant. Und die üblichen Kugeln natürlich. Da ist noch einer und ein Hund. Das hast du dir wohl so gedacht, ne? Kommst hier nicht hoch. Und ich will hier nicht runter. Hey, seit wann macht der das? Ja gut, aber ich denke sowieso, dass wir hier fertig sind. Deswegen düsen wir jetzt einfach wieder in die Richtung, wo wir ursprünglich lang wollten. Das weiß ich nur nicht. Hier müssen wir runter. Wow. Help. So, das Viech kennen wir schon. Und da hinten ist wieder irgendwas. Komm raus. Ha, ich habe es auf jeden Fall getroffen. Kommst du? Ist das ein Frosch oder was ist das? Kommst du raus, bitte? Na toll. Macht sich einfach so vom Acker. Da hinten geht's auch hoch. Müssen wir vielleicht eher dahinter? Wahrscheinlich, Leute. Was haben wir denn hier? Okay, nix. Hätte ja sein können. Dann einmal rauf mit uns. Oh. Ja, und nü? Was ist jetzt hier? Nix. Okay. Ja, verzieh dich gefälligst. Oh mein Gott, er kommt immer näher. Aua, hey, das ist gemein. Komm raus, du Monster. Jawohl. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt.
Reptilienhaut und Knochen. Jetzt habe ich Reptilienleder freigeschaltet im Trockengestell. Sehr nice Sache. Ja, ich will eigentlich nur jetzt hier rüber mal. Weiß nicht, wo ich lang muss. Hier ist eine Brücke, aber wie kommen wir da hoch? Hier. Ah, neue Kletterdinge. Was ist hier oben? Wuka, glaube ich. Der tut uns nichts. Hi, du. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich hier dein Zeug kaputt habe. Anscheinend nicht. Oh, und das hier ist ein ausgehöhlter Baum. Oh, auch sehr geil. Hier findet sich natürlich wieder eine Kiste. Oh, und wir haben Dolche, Leute. Geil. Die sind jetzt natürlich noch nicht irgendwie aufgewertet, aber es geht ja einfach nur ums Probieren. Also, wie verhalten sie sich denn? Okay, das ist der leichte Angriff. Und rechts ist natürlich Blocken. Okay, also einen schweren gibt es dann anscheinend nicht. Cool, dann... Was haben wir hier? Stroh, Stein. Ja gut, die müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. Hier steht auch nochmal Finesse. Der Schaden, den diese Waffe verursacht, skaliert mit deinem Geschicklichkeitsattribut. Du kannst einen einzigartigen Angriff nach dem Parieren ausführen. Alles klar, Herr Kommissar. Dann wissen wir Bescheid. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Oh, wow. Was ist denn das? Das sieht aus wie so ein Inka-Zeug. Krass. Und alles... Hoppala, halt. Nein, wo bin ich denn jetzt hingefallen? Hilfe. Okay, ich dachte, da wäre vielleicht was, aber habe ich falsch gedacht. Guckt euch mal das hier an. Oh, und da unten sind anscheinend auch solche Sumpfmonster. Okay. Interessant, interessant. Wo geht's denn hier hin? Hier geht's runter. Ist wieder so groß, dass man nicht weiß. Und ich wette mit euch, diese Baublöcke, die wir hier sehen, können wir auch finden. Ich meine, muss natürlich nicht sein, aber... Wäre jetzt so naheliegend, ne? Oha. Okay. Ist das hier jetzt so Kampfarena oder was? Wir machen wieder zu. Wir gucken uns oben mehr an. Ich frage mich, ob man vielleicht irgendwas plündern kann, was wir noch nicht haben. So, da möchte ich nicht reinfallen. Wartet mal, was stand hier? Sammeln. Ach, Tierfell natürlich. Klar wie Kloßbrühe. Okay, hier kann man hoch. Ist hier irgendwas noch? Nee. Hier ist er. Oh, was ist denn das hier? Halt, ich glaube, ich habe Schmarrn erzählt. Ich glaube, wenn, dann kann man sowas hier finden. Cool, also wenn das hier die neuen Gebäude sind, ist es auf jeden Fall richtig cool. Guckt mal das hier an. Süß. Da kann man sich so richtig kuschelige Baumhäuser machen. Ja, nice. Nice, nice. Aber finden tun wir jetzt hier auch nichts, oder? Nee. Nee, leider nicht. Okay. Hier geht's aber noch weiter nach oben. Ziehen wir uns mal dorthin. Hi. Darf ich mir dein Häuschen ansehen? Oh, das ist auch ein richtig schöner Balkon. Da kriegt man irgendwie gleich voll das Urlaubsfeeling. Oh, was ist das? Ist nicht dein Ernst. Man kann in so einem Nest pennen. Psst.
Das ist ja richtig witzig. Okay, wir fallen natürlich einfach wieder runter. Gar kein Problem. Und hier gibt es aber auch nichts zu holen. Ja, wo finde ich denn diese Baublöcke, Leute? Das werden wir sehen. Bestimmt auch irgendwo hier, wenn wir jetzt hier schon sind. Konnte man da lang? Nö. Also wieder rauf. Hier kann man reparieren. Hier kann man auch noch mal reinschauen. Hier ist jetzt aber soweit auch nichts mehr drin. Okay, dann gehen wir dort lang. Müssen hier hoch. Krass. Schaut mal, wie das ausschaut. Wie so diese Pilze, die am Baum sind. Oder auch hier. Voll geil. Was ist denn das hier? Ich glaube nix. Schwarzmoorrinde. Okay. Schaust du mir zu? Ganz genau, gell? Wie ich den Dings hier wegtue. Hier ist eine Kiste. Besserer Mana-Trunk. Hallo F. Na gut, und sonst ist jetzt hier aber nichts mehr, oder wie? Schade, ich hatte gehofft, dass wir vielleicht hier jetzt schon irgendwas Interessantes finden. Aber nun gut, dann düsen wir doch jetzt mal hier lang. Vielleicht schaffen wir es ja auf dem Ding da zu landen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Hui. Wow, schaut mal. Cool. Oh nein, Hilfe, nein. Was soll das? Dass es mich da jetzt runterleckt. Das ist ja richtig gemein. Oida. Das ist überall hier in diesen Wurzeln. Diese kleinen Häuschen. So süß. Naja, vielleicht kommen wir ja durch das Haus irgendwie hoch. Nee, aber hier. Oder doch? Oh, wow. Das sieht ja auch geil aus. Kann man sich also wahrscheinlich durch den Baum buddeln. Cool, schaut euch das mal an. Und hier, und dann Ausblick mit einer Bank. Ja, das könnte auch ein Bau von meiner Community sein, tatsächlich. Hier auch wieder kleiner Ausguck. Da wahrscheinlich auch, ja genau. Dann einmal hier rüber. Und da hoch. Oha. Ja, also hier geht's runter. Da wollen wir aber nicht hin. Wir müssen rauf. Und wo sind wir hier? Da kann man auch noch hoch. Das sind ja überhaupt kein Ende. Oh, hier sind wieder zwei Betten. Hier findet man auf jeden Fall eine ganze Menge Harz. Das ist sehr gut zu wissen. Wir gehen aber natürlich da hinten lang. So, hier geht es nämlich hoch. Und hier kann man wohin springen? Keine Ahnung. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sollen wir einfach mal... Nein, scheiße. Hat nicht geklappt. Aber wohin kommt man denn, wenn man hier drauf springt? Ach so. Wartet mal kurz. Ach Mann. Bist du deppert? Was ist eigentlich hier? Okay, einfach nur Stein. Jetzt will ich doch einfach da hoch. Also ich bin aber halt auch echt zu blöd für so einen Scheiß. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt. Aber da kommen wir ja auch wieder nur hier rein.
Da waren wir ja schon. Au, das hat mir wehgetan. Natürlich, wie soll es auch anders sein? Gehen wir mal zum Speicherpunkt runter. Und eigentlich müsste ich jetzt hier auch einen Flammenaltar hinstellen. Komm mal her, wir platzieren dich auch mal hier. Sicher ist sicher. Und eigentlich sind wir gleich hier. Bei unserem Fragezeichen. Da müssen wir jetzt hier lang. Aber vielleicht wäre es gut, wenn ich mich mal kurz heile, oder? Oh ja, so ganz oben im Baum, so ein richtiges Baumhaus. Ja, ja, das erinnert mich an was. Guck mal, was ist denn hier? Das ist das, wo wir, glaube ich, hin müssen. Da düsen wir doch gleich mal lang. Schimmerrücken, Teergruben. Hi, ihr. Jetzt weiß ich nicht, wo muss ich denn hin? Da oder da hinten rechts? Oh, da kann man auch rüber. Genau, das ist, sind diese Dinge. Oh. Hallo? Hey! Wieso katapultierst du mich nicht mehr? Ah, jetzt hat. Was ist denn jetzt hier? Wo kommt man denn da hin? Keine Ahnung. Einfach nur irgendwie auch da lang. Was ist da hinten? Eigentlich will ich dahinter. Seht ihr das da oben? Das sieht mir aus wie eine Baustruktur. Schimmerrücken, Teergruben. Na gut, folgen wir doch einfach jetzt mal kurz dem Weg hier. Weil ich wissen will, was da noch so ist. Und wo katapultiert uns die Blume hin? Halt, stopp. Wo muss ich hin? Hier oben. Oh, das war knapp. Und da unten ist eine Kiste. Die dürfen wir nicht vergessen. Verstrickt und erstickt. Der wilde Geist des Schwarzmoors bleibt ungezähmt. Windende Wurzeln erdrosseln uns, umschlingen alle Bemühungen unserer Sippe. Alles verschwindet in den Geräuschen der Nacht. Einer Symphonie aus süßlich düsteren Melodien. Wir ertrinken in ihnen wie Käfer im Schwarzwassersumpf, die von den Ranken nach unten gezogen werden. Solch ungebundene Energie, hell leuchtend wie die Sterne. Okay, ich möchte aber hierhin. Kriegerhandschuhe. Mann, ich möchte jetzt mal irgendwas finden. Musikinstrument oder keine Pläne. Was ist da unten? Oh, da ist so ein Toter. Schaut mal. Was habe ich jetzt gesammelt? Tapferherzdolche. Auch interessant. Ja, aber wie gesagt, eigentlich muss ich doch da hinten hoch. Jetzt weiß ich auch nicht, wie ich da am besten hinkomme. Keine Ahnung. Oh, schnell hoch. Okay. Was ist da hinten? Achso, das ist diese Blume. Da geht wieder was lang, aber wir müssen ja eigentlich hier lang. Oder? Ach Leute, wenn ich es wüsste, wäre ich schlauer. Wir möchten doch da hoch. Oh nein. Ja genau, dorthin müssen wir ja nämlich auch. Also irgendwie müssen wir doch hier raufkommen. Nein. Ach Mann. Ich schwör's euch, manchmal bin ich einfach nur zu blöd für irgendwas. AL. So. Mille grazie. Hier ist eine Blume, da kommen wir hoch. Einmal nach da, einmal nach da. Sehr schön. Genau das wollte ich.
Was haben wir da? What is happening here? Nix. Wir müssen in die Richtung. Wie komme ich denn zu dem Ding da hoch? Ich verstehe es nicht. Das ist ja aber auch hier wieder so verspult. Vielleicht wirklich hier den Weg lang. Ah, ich glaube, das passt. Das ist wahrscheinlich wieder eine Warte. Schwarzmoorwarte. Ganz genau. Cool. Hier liegt was. Ich habe noch nie solche Schönheit gekannt. Kein Pinselstrich, keine Melodie und keine untergehende Sonne kann sich mit der Schönheit dieser ungezähmten Wildnis messen. Das üppige Grün der Reben erinnert mich an meine Heimat vor der Dürre. Ohne die Erbauer, die mir den Weg weisen, würde ich mich sicher verirren. Ich bin dankbar für ihre Führung, aber mein Herz schmerzt für all die Menschen, die ich zurückgelassen habe. Doch diese Mission ist wichtig. Es ist unsere Berufung, die Seelenkessel rund um Glutal für jeden zu verstreuen, der die Hochweiten nicht rechtzeitig erreichen kann. Die Erbauer wollen ein Signal an die Würdigen senden, wenn die Tat vollbracht ist. Aber ich frage mich, was sie meinen. Selbst wenn wir Seite an Seite gehen, bewahren sie noch ihre Geheimnisse, Königin Jasmina. Ja gut, Leute, also ich weiß ja, dass ihr natürlich ganz, ganz gerne wollt, dass ich jetzt hier weitermache, aber das heben wir uns dann tatsächlich für morgen auf und deswegen würde ich den Part halt an der Stelle beenden. War auf jeden Fall übelst chillig und hat richtig viel Spaß gemacht, Neues zu erkunden. Ich meine, ich bin zwar immer noch nicht weiter in den anderen Gebieten, aber gut, was soll ich machen? In dem Sinne, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt dran, auf meinem Discord-Server vorbeizuschauen und für alle, die den noch nicht abonniert haben, abonniert doch bitte meinen Kanal, um keine Uploads zu verpassen. Ja, Leute, und in dem Sinne, euch einen schönen Abend und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!